In unserer Gesellschaft steht keine Religion über Kunst- und Meinungsfreiheit. Sehr verehrtes Präsidium, liebe Kollegen, der Landtag hat gestern in einer Schweigeminute der Opfer islamistischer Anschläge in Paris, Dresden, Nizza, Wien gedacht. Eines der Opfer, Samuel Paty, ein Lehrer. Er wurde Opfer eines Anschlags, weil er das Thema Meinungsfreiheit im Unterricht diskutieren ließ und Karikaturen des Mohammed, des angeblichen Propheten, zeigte. Zudem steht ein trauriger Jahrestag bevor. Am 13. November jähren sich zum 5. Mal die Anschläge von Paris. In dieser Nacht töteten islamistische Fanatiker 130 Menschen, 683 wurden teilweise schwer verletzt. Diese, und man muss sie als das bezeichnen, was sie ist, militärische Operation, dieser militärischen Operation fielen Fußball-, Rock- und Heavy-Metal-Fans, Besucher von Bars und Cafés zum Opfer. Die Attentäter wollten das kulturelle Herz von Paris treffen. Es sollte zu schlagen aufhören. Die Islamisten knüpften dabei fatalerweise an die Anschläge auf das Redaktionsgebäude des Satiremagazins Charlie Hebdo wenige Monate zuvor an. 12 Menschen verloren damals ihr Leben. Darunter Redakteure, die im Lande des Rousseau, Diderot, Montesquieu und Olympe de Gouges Mohammed in Karikatur dargestellt und damit eine wesentliche Botschaft unserer Kultur vermittelt hatten. In unserer Gesellschaft steht keine Religion über Kunst- und Meinungsfreiheit. Auch geschmacklose Abbildungen von Geistlichen, Religionsstiftern und angeblichen Propheten sind traditionell Teil des öffentlichen Diskurses. In Europa lebt beides nebeneinander, der Glaube und die kritisch-wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihm und damit Zweifel an Propheten, Heilsgeschichten und Offenbarungen. Um aber Dramatik und Dynamik der fortschreitenden Bedrohung durch islamistische Milieus, um diese zu erfassen, genauer zu erfassen, sollte man sich die letzten Stunden des Samuel Paty, eines engagierten Lehrers, ansehen. Nach dem Unterricht veröffentlicht der Vater einer Schülerin, Brahim C., ein Video in den sozialen Medien, das auch Patys persönliche Daten beinhaltete. Es kursierte in der Moscheegemeinde vor Ort, Geistliche verbreiteten es immer und immer wieder. Der Attentäter, ein über Lampedusa nach Europa eingereister Tschetschene, der zuvor aus Polen ausgewiesen worden war, griff das Video schließlich auf als Ruf zur Tat. Obwohl nun eine konkrete Bedrohungssituation über der Schule schwebte und Paty seine Angst, Ziel eines Anschlags werden zu können, schilderte, fand er keine Hilfe. Nicht in der Schulleitung, nicht im Kollegium, auch die Funktionäre der linken Bildungsgewerkschaft taten genau nichts. Sie hatten Angst, sich mit diesem Milieu, mit fundamentalistisch orientierten Eltern und Schülern, die oben skizzierte Werte mit großer Geste ablehnen, anzulegen, in einer Diskussion als islamophob, als ausländerfeindlich diffamiert zu werden. Wir kennen das. Das Tabu, über diese Art Probleme und Bedrohungen zu sprechen, es hat mittlerweile fatale Folgen. Es liefert aus und wird von Islamisten als Schwäche unserer Gesellschaft und damit auch als Bestätigung verstanden. In unserem Nachbarland Frankreich spricht die etablierte Politik mittlerweile von der Gefahr, dass über Jahre immer weiter ausgebaute islamistische Milieus Kräfte des Separatismus, der Abspaltung seien. Ja, es ist richtig, wir müssen genau differenzieren. Weitaus der größte Teil der Muslime in unserem Land leben als Mitbürger mit uns zusammen. Ihre Religionsausübung kollidiert im Allgemeinen nicht mit unserer Gesellschaft. Wir selbst als AfD haben Muslime zu Parteimitgliedern und arbeiten mit ihnen politisch zusammen. Es bildet sich aber zunehmend eine Gegenkultur aus. Ja, das ist der zu nennende Begriff, der ist wichtig, die zu einer Herausforderung geworden ist und die Machtfrage stellt. Der Deutsche Lehrerverband mahnte im Oktober im Zusammenhang mit der Ermordung Patys an, dass es auch in Deutschland zunehmenden Druck gebe, insbesondere wenn der Islam, der Nahostkonflikt oder Israel im Unterricht behandelt würden.
Betroffen seien insbesondere Brennpunktschulen mit, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, einem hohen Anteil von Schülern mit entsprechendem Migrationshintergrund. Zitat Ende. Und deshalb ist es notwendig, auch mit kleinen Anfragen diese Verhältnisse zu erfragen, darzustellen und zu diskutieren. Ich möchte noch ein Beispiel ergänzen oder Beispiele aus unserer Region, aus unserem Land ergänzen. In Frankfurt sah sich eine Lehrerin jüngst Vorwürfen islamistisch orientierter Eltern ausgesetzt, weil sie mit ihrer Klasse ein Kloster besucht hatte. Die muslimischen Schüler hätten gereinigt werden müssen, so teilte man ihr mit. Koblenz, nach einem angeblichen Missbrauch eines muslimischen Mädchens, ich komme zum Ende, in einer Kiza heizte das gut organisierte islamistische Milieu die Stimmung derart an, dass massive Drohungen folgten und die Einrichtung geschlossen werden musste. Wir müssen in einen offenen Diskurs einsteigen und diese Tabus benennen und durchbrechen, wenn wir den sozialen Frieden und den Frieden unserer Gesellschaft nicht gefährden wollen. Mehr dazu in der zweiten Runde. Liebe Kollegen, sehr verehrtes Präsidium, Herr Lammert, gerade habe ich differenziert. Ich habe grundsätzlich nicht pauschal von Flüchtlingen gesprochen, die eine Gefahr darstellten, sondern ich habe darauf hingewiesen, dass der Attentäter von Paris als Flüchtling nach Europa gekommen ist. Und das ist ein Fakt. Herr Hüttner, Sie haben die Islamkonferenz genannt, die das Ziel der Integration besser verfolgen sollte, aus der es Hamad Abdel Samad, ein kritischer Muslim, vor kurzem ausgestiegen. Er hat gesagt, hier geht es nicht um Integration, hier geht es um Selbstaufgabe. Und das ist das, was wir eben nicht wollen, dass wir uns diesen Milieus anpassen, anstatt den Kampf aufzunehmen und unsere Werte zu verteidigen. Übrigens hat der IS-Attentäter von Wien, als er bei seinem Plan, nach Syrien auszureisen, festgenommen worden ist und verurteilt worden ist, gesagt, er habe nie Diskriminierungserlebnisse in Österreich gehabt, erleben müssen. Das Problem ist also vielschichtiger. Es geht viel tiefer, als Sie hier immer wieder behaupten. Und wenn wir nicht hier Zustände wie in Frankreich haben wollen, dann brauchen wir einen echten Diskurs, der auch das in den Blick nimmt. Und über die Tabus, die kritische Bürger sprachlos machen sollen. Diese Tabus sind längst nicht mehr angemessen. Und bei diesem Diskurs muss vor allen Dingen eins gefordert werden, nämlich dass die hier lebenden Muslime sich von sogenannten Autoritäten emanzipieren, die ihr Verständnis des Islam vom Ausland her nach Deutschland bringen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, das ist die Grundvoraussetzung, dass wir diese Auseinandersetzung im Sinne unserer Werte erfolgreich meistern können. Und das ist das, was Hamad Abdel Samad auch gesagt hat. Diese Emanzipation ist wichtig. Und ich komme zum letzten Satz. Auch wir, die AfD, möchten nämlich einen Deutschen, einen Euro-Islam. Der geht aber nur mit Muslimen, die sozusagen diese Verbindungen in Frage stellen und kappen und hier ein Entwicklungsfeld des Islams eröffnen, der zu unserer Gesellschaft passt. Das ist notwendig. Vielen Dank. Applaus